Nächster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Magister Alm. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus. Ja, Kollege Kreuz hat ja auch erwähnt, Wettbewerbsfähigkeit, auch Kollegin Winzig, glaube ich, hat davon gesprochen, die durch dieses Abgabenänderungsgesetz erreicht werden soll. Da frage ich mich allerdings, wie die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden soll, wenn gewisse Unternehmen ihren Geschäftsfelder aufgeben müssen und diese Geschäftsfelder monopolisiert werden. Hier passiert etwas mit dem Tabakgesetz, was für uns nicht nachvollziehbar ist, nämlich die Aufnahme von E-Zigaretten und E-Shishas in dieses Tabakmonopol. Das ist ein Eingriff in das Geschäftsfeld von ca. 75 österreichischen Unternehmen, die bisher diese Produkte legal verkaufen durften. Mit dem Krafttreten dieser Novelle wird ihnen dieses Geschäftsfeld genommen. Argumentiert wird das Ganze mit Jugendschutz und dem Schutz vor gesundheitlichen Gefahren. Den Jugendschutz könnte man ganz einfach auf anderem Weg gewährleisten, indem Ausweiskontrollen wie auch an anderen Stellen eingeführt werden. Der Schutz vor gesundheitlichen Gefahren ist angesichts der Abgabe in Trafiken sowieso etwas, das hinterfragt werden kann. Wesentlich ist aber, dass diese Übernahme in das Tabakmonopol einen Eingriff in die Grundrechte darstellt, nämlich Eigentums- und Erwerbsfreiheit. Und wenn Grundrechte betroffen sind, geht es um die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen. Über diese Verhältnismäßigkeit braucht man allerdings nicht besonders viele Worte verlieren. Wenn nämlich der wahre Grund, der in den Erläuterungen zu diesem Gesetz ausgeführt wird, herangezogen wird, da steht: Aus Gründen zur Sicherung der Einkünfte der Tabaktrafikanten sollen neben Tabakerzeugnissen auch bestimmte diesen verwandte Erzeugnisse unter das Monopol fallen. Also zur Sicherung der Einkünfte der Tabaktrafikanten ist der eigentliche Grund. Und der Entzug der Existenzgrundlage von manchen Unternehmerinnen und Unternehmern wurde eine Frist eingeräumt, dass sie sich ein neues Gewerbe suchen können. Diese Frist ist erstreckt worden. Kollege Matznetter hat das ein wenig zynisch damit kommentiert, dass er sagt, ihnen wird ja rechtzeitig die Möglichkeit gegeben, auf ein anderes Gewerbe umzusteigen. Das ist jedenfalls nicht die Art von Vertretung, die sich Wirtschaftstreibende wünschen. Egal, wie sie zu diesen Produkten stehen, hier wird in ein freies Gewerbe eingegriffen, hier wird Rechtssicherheit geopfert. Und wenn es in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung zum Abgabenänderungsgesetz heißt, das Vorhaben hat keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen, spricht das Bände, wie die Regierungsparteien mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich umgehen. Hören Sie bitte damit auf, Menschen und Unternehmen mit Ihrer Regulierungswut zu bevormunden.